Wenn ihr mich auf einer schönen Tour mit meinem neuen E-Bike begleiten wollt und ich euch das ein bisschen vorstelle, dann schaut euch das Video an. Ich glaube, es lohnt sich. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Ja, ich bin für euch auf meinem neuen E-Bike unterwegs, weil ich hatte dem einen oder anderen versprochen, da ein Video drüber zu machen, euch das Bike mal vorzustellen. Und dafür suche ich jetzt gerade ein schönes, ruhiges Plätzchen hier unten am Rhein und mache eine kleine Tour mit dem E-Bike. Hab die Drohne hinten im Gepäck. Ich werde euch ein paar Specs sagen. Ich bin jetzt nicht der totale E-Bike-Freak oder sowas. Ich habe mich natürlich vorher mit dem Thema auseinandergesetzt. Aber wie gesagt, ich werde euch ein paar Sachen zu meiner Kaufentscheidung sagen, warum ich mir überhaupt 2 Monate, bevor ich nach New York gehe, noch ein E-Bike gekauft habe. Und fahre einfach mal drauf los. So Ziel, grobes Ziel habe ich mir jetzt mal Monropos oben oberhalb von der Wied, oberhalb von Segendorf gesetzt. Und gucke jetzt aber erstmal hier unten am Rhein, dass ich ein schönes, ruhiges Plätzchen finde, um euch das Teil mal vorzustellen und mal in der Gänze bzw. Nähe zu zeigen. Also, bleibt dran! So, Leute, dann stellen wir euch das gute Teil mal vor. Vielleicht erstmal was dazu zu sagen über die Kaufentscheidung, die ich mir gedacht habe. Wie gesagt, ich bin ja Ende September eigentlich in New York. Nichtsdestotrotz wollte ich mir eigentlich schon letztes Jahr ein E-Bike kaufen und dann ein Mountainbike auf jeden Fall. Für mich war die Frage, erstmal ist es jetzt noch kurzfristig lieferbar gewesen, dass ich jetzt noch 2 Monate den Sommer damit nutzen kann. Danach kann es ja auch mein Sohn ein bisschen benutzen, weil er die gleiche Größe wie ich, der freut sich. Oder wie gesagt, dauert es 1 oder 2 Monate, was normal ist. Und da hatte ich einfach Glück gehabt beim Fachgeschäft meiner Wahl, beim kleinen Fahrradhändler Reifen Regenhardt in Koblenz am Bahnhof. Da war ich einfach mal zu einer kleinen Kaufberatung, kann ich euch also nur empfehlen. Ganz toller Laden, ganz toller Chef, alles sehr familiär und auch die nehmen sich wirklich Zeit für die Beratung. Und dann sagte der, hör mal, wie habe ich gesagt, wie sieht's aus? Habt ihr ein E-Bike mit nach meinen Vorstellungen, was nächste Woche lieferbar ist? Dann hat er erst mal gelacht und dann sagte er aber, du hast ein bisschen Glück, weil ich habe gerade 15 hier von der Sorte, hier von Conway, das Carion S529 bestellt. Davon sind schon 12 oder so weg. Und wenn du jetzt im Grunde genommen guck dir die Specs an, ist das was für dich, dann bestellst du das und dann ist es nächste Woche da. Und dann war das so ein kleiner Spontankauf, weil ich hatte mir vorher schon mal die Conway Bikes angeguckt und mir auch im Grunde genommen fast dasselbe ausgesucht. Die Frage war für mich nur, ob ich einen Fully nehme oder einen Hardtail. Na, also Fully ist man dann nochmal 1000 Euro teurer unterwegs und beim Hardtail, sage ich mal, ist es für mich eigentlich günstiger, weil ich doch so ein Mixfahrer bin. Ich fahre auf die Arbeit damit über Asphalt, ich fahre über normale Feldwege und fahre auch mal Gelände. Also wenn ich jetzt nur Gelände fahren würde, hätte ich mir vielleicht überlegt, einen Fully zu nehmen. Aber hier, wie gesagt, das Carion S529 ist eigentlich genau das, was ich mir vorgestellt habe und auch in dem Preisrahmen, den ich mir gesetzt habe, so um die 3000 Euro. Ich wollte auf jeden Fall einen 625er Akku haben und den Bosch CX Motor und das hat das. Ich kann euch mal ganz kurz die Specs vorlesen. Wenn wir mal gerade mal gucken hier. Ja, also der Bosch CX vierte Generation, 36 Volt, 250 Watt Akku, dann ein 625er Bosch Batterie, das Bosch Display Purion in 4 Stufen, Rahmen Conway, klar. Die Farbe gefällt mir übrigens auch so ganz gut und Bremsen,
Tektro HD, wenn euch das was sagt. Ihr könnt aber auch einfach auf der Seite von Conway gucken. Shimano, ja, und vorne auch die Reifen sind gut, der Lenker ist gut, vorne Luft gefedert. Also im Großen und Ganzen wirklich ein super ausgestattetes Bike. Man kann natürlich jetzt nicht unbedingt von einem Schnäppchen sprechen, weil auch diesen Sommer werden E-Bikes nicht gerade günstiger, außer wenn ihr vielleicht beim Discounter guckt. Oder ja, es gibt sicherlich natürlich auch günstigere, aber ich habe mir schon überlegt, was ich mir da kaufe. Und das soll auch ein bisschen was für, ja, für länger sein. Und bis jetzt bin ich damit so 190 Kilometer gefahren und kann nur sagen, es macht tierisch Spaß. Ich habe so gut wie nie, also so gut wie selten das Auto in der, benutzt. Fahre damit auch auf die Arbeit. Und ja. Im Großen und Ganzen ist das ein ganz, ganz schönes und tolles Bike. Also ich bin jetzt kein E-Bike-Experte, aber hier passt eigentlich alles für mich. Das ist bequem, der Sattel ist okay. Ich habe mir noch so ein paar Schutzbleche dazu geholt. Ich zeige euch einfach gleich mal, gehe mal rund und zeige euch mal das Bike. Und ja, also ich kann da wirklich nichts Negatives drüber sagen. Und das ist auch keine Werbeveranstaltung hier. Das ist einfach ein selbstgekauftes Bike. Und viele Leute haben gefragt, na, ich will ja auch ein E-Bike kaufen. Und dann kann ich nur sagen, also ich bis jetzt kann das Ding uneingeschränkt empfehlen. Es fährt sich ganz, ganz prima. Und auch im Gegensatz zu dem, was ich ausgeliehen hatte, den Bulls, setzt der Motor eher so ein bisschen dezenter ein, also nicht so ruckhaft. Und auch sagen wir mal, wenn ich über die 25 Kilometer rausradle, dann bremst der auch nicht so arg. Ne? Muss man sich natürlich mal ein bisschen dran gewöhnen beim E-Bike fahren, dass man vielleicht ja auch bergunter oder wenn es flach ist, einfach mal die Unterstützung ausmacht. Dann kommt man auch mal ein bisschen schneller, ist man ein bisschen schneller unterwegs, weil da braucht man keinen Motor. Reichweite, kann ich auch gar nichts zu sagen. Ich bin jetzt zuletzt einfach mal 60 Kilometer gefahren, da war der Akku noch, da war nur ein Strich weg. Allerdings bin ich auch jetzt ein sportlicher Fahrer und fahre, wenn überhaupt, mit Eco, vielleicht einen Berg hoch mal, wenn ich jetzt nicht schwitzen möchte, im dritten oder vierten Bereich, im Sport oder bei Turbo. Ja, ich würde einfach sagen, wir fahren einfach mal ein bisschen los. Ich zeige euch gerade noch das Rad und ich habe im Rucksack auch die Drohne. Wollte nach Monropos hochfahren, hier geht nichts mit Drohne. Aber vielleicht oben, da könnte man ein bisschen, vielleicht lasse ich mich mal drecken und fliegen ein bisschen. So toll, richtig toll ist das Wetter heute nicht, aber es ist zumindest warm, denn ich schwitze auch ein bisschen. Wie auch immer, ich würde sagen, das reicht für für die ersten Eindrücke und Vorstellungen. Ich hole euch jetzt mal ein bisschen näher ran. Thank you.
So, wir sind kurz vor Neuwied in Weißenturm unterwegs und da ja ein neues Drohnengesetz am Start ist, beziehungsweise die VO in Kraft getreten ist, gibt es ja jetzt diese 1:1-Regel, wo man dann 10 Meter vom Rhein entfernt 10 Meter hoch fliegen darf, 20 Meter vom Rhein entfernt, 20 Meter und so weiter und so fort. Und da könnte ich mich vorne mal da hinten mit der Drohne wirklich jetzt mal drecken lassen, mit dem Rhein im Hintergrund, was nie bis jetzt gegangen ist und das jetzt ganz legal, würde ich sagen. Das probiere ich jetzt direkt gleich mal aus. Yesterday I lost the battle. Trying at all costs, oh, to keep you, babe. Oh, to keep you, babe. Do-do-do. Now I hurt so bad. All I feel is sad that I lost you, baby. Oh, I lost you, baby. I said goodbye with tears inside. Calling out your name as you shut the door behind you. And now I wonder, why won't you come back? Love me, hold me, need me, like the way you used to do, when it was just me and you. Don't go, I need you, I'll never mislead you. Give this love another chance. Take my hand and let me have this chance. Ich würde sagen, das ist jetzt gar nicht mal so schlecht hier, dass man sich da so aus so 20, 30, 40, 50 Meter Höhe trecken lassen kann, wenn man weit genug vom Rhein entfernt ist. Ist aber natürlich auch extrem aufwendig. Auspacken, dann, ich brauche unbedingt, glaube ich, irgendwie so eine Lenkertasche, Lenkradtasche, wo ich dann die Fernbedienung auch mal reinlegen kann, wenn die mich trackt. Sonst immer einhändig fahren, ist natürlich so eine Geschichte. Wir sehen jetzt auch auf der anderen Seite von Neuwied, wir fahren jetzt über die Rheinbrücke. Und dann sehen wir mal zu, dass wir ein paar Meter machen und nach Monropo hochkommen. Hier wird jetzt noch so allzu viel mit der Osmo Action hier auf dem Lenker. Werde ich noch ein paar schöne Aufnahmen machen, wenn ich mal wieder über die Brücke fahre, am Rhein vorbei. Und dann sehen wir uns auch wahrscheinlich gleich schon in Segendorf. Wir sind schon durch Segendorf durch. Wir fahren schon den Berg hoch, Stufe 2. Das ist schon ein bisschen anstrengend, aber natürlich nichts gegen, wenn du normal mit dem Mountainbike fährst. Wir haben hier eine wunderbare Aussicht schon mal auf Segendorf und Niederbieber und ja, fast bis hinten in die Eifel rein. Jetzt geht's hoch nach dem Schloss Monropos. Oben haben wir sogar ein kleines Feld irgendwo, so eine Streuobstwiese. Mal sehen, ob ich die mit der Drohne mal befliegen kann. Ich guck mal.
Ich glaube, da oben kann ich auf jeden Fall Drohne fliegen. Aber jetzt erstmal ab nach oben. Ich habe mir direkt mal zwei Radler bestellt. Hier sind sie am Start. Wir sind jetzt im Gutschenker Hahnhof unterhalb vom Schloss Monropow. Da wird jetzt erstmal eine kleine Trinkpause gemacht. Und dann werde ich mir gleich einen schönen Platz suchen, für Drohne zu fliegen. Erstmal Prost. Erstes Radler kommt wahrscheinlich gar nicht unten an. Weil es gibt nichts Schöneres wie so eine Tour. Und zwischendurch mal ein bisschen kaltes Radler oder Bier. Just thinking about
can't be all bad. Things came up, things went down, maybe turn back around. My spider's saying, screaming that I'm mad. A big storm blew up, a hurricane right in my coffee cup. Carried me far, far away, and that's why I couldn't make it today. So, da sind wir schön geflogen, sind schon auf dem Weg runter wieder nach Segendorf. Ja, hat mich auch einer gefragt, ob ich eine Genehmigung habe. Ich bin da mal kurz an so einem Haus vorbeigeflogen, habe gesagt, nee, habe ich keine von euch, aber ich bin auch nicht drüber geflogen, ich bin dran vorbeigeflogen, da habe ich ihm das gezeigt und am Ende war er zufrieden, da konnte man also nicht wirklich was drauf sehen. Ich habe noch ein schönes Panorama gemacht, bin um so einen alten Baum rumgeflogen. Und wie gesagt, hat mir ein schönes Radler auf dem Hahnhof gegönnt. Jetzt fahren wir mal runter und dann wahrscheinlich wieder am Rhein vorbei nach Hause. Und dann soll das auch gewesen sein für die Tour, würde ich mal sagen. Wir werden uns aber gleich nochmal zum kleinen Fazit irgendwo auf einer gemütlichen Bank treffen. Dann kann ich nochmal ein bisschen was zu dem Rad sagen. To a coffee shop date. Some X-rated thoughts of what I'd like to do to you. So I guess I can see how bad it rhymes playing. Da bin ich mal hier oben rechts am Rasselstein vorbeigefahren. Hier bin ich noch nie hergefahren. Das ist auch immer so ein Vorteil, wenn man mit dem Bike unterwegs ist. Und hier hat man mal einen Blick auf das Rasselsteingelände von der anderen Seite, sozusagen rechts von der Wied. Und hier der große Schornstein, der war schon früher als Kind immer sehr faszinierend gewesen, weil ich habe ja da hinten über das Hochhaus drüber in Heddesdorf gewohnt. Wirklich interessant. I must admit to some X-rated thoughts of what I'd like to do to you. So I guess I can see how bad it rhymes playing you for a fool. So I pick up the phone, dial your number on the tone to set things straight. Things come up, things go down, make me turn back around. My spider sends screaming that I'm mad. A big storm blew up, a hurricane right in my coffee cup, carried me far. Ziehen wir mal den Rucksack aus und mal ein kurzes Päuschen. Ja, mit dem schönen Blick auf die Neuwieder Brücke und den Rhein hier unten in Leutesdorf, Irlich. Hier geht es gleich wieder am Rhein zurück bis nach Kaltenengers, dann über die Eisenbahnbrücke und dann nach Mülheim. Am Ende des Tages würde ich sagen, war eine schöne Tour. Ich habe leider zwischendrin immer auf Hyperlapse gehabt und deshalb haben wir kaum Fahrzeiten von der Osmo Action. Aber lassen wir erstmal gerade den Zug vorbeifahren hier. Für den Holger nehme ich den mal schnell auf. So, Holger, der Quotenzug. Jetzt habe ich nur noch ein paar Fahrzehen nachdrehen, jetzt auf dem Rückweg. Füge ich dann so ein bisschen ein. Ich bin ein bisschen Drohne geflogen mit dem Trecken. Das ist natürlich echt Pain in the Ass Arbeit. Wenn ihr so eine Radtour mit Drohne und normalen Video macht, dann ist das echt viel Arbeit und das Video ist echt umfangreich. Mal am Rhein getreckt da hinten. Dann oben auf Monropost getreckt und ein bisschen so Drohne geflogen, schön auf dem Hahnhof einen Radler getrunken. Jetzt zu dem Bike hier nochmal. Das Carrion 529S, ist echt ein cooles Teil. Also ich kann das nur weiterempfehlen. Leute, wenn ihr einen Hardtail haben wollt, im Bereich um die 3000 Euro,
das auch wertig ist wie 3000 Euro, dann seid ihr grundsätzlich hier gut bedient. Das fährt wirklich wie eine 1. Ich bin jetzt meistens Eco gefahren, habe gerade mal, ich glaube, einen Strich oder so verbraucht, oder 40 Kilometern. Und jetzt fahren wir noch zurück, das wird eh alles flach, das ist eh kein Problem. Also ich denke mal, ich mache irgendwann mal so einen Reichweitentest. Vielleicht fahre ich dann einfach mal von hier bis nach Köln. Oder bis nach Bonn und zurück. Das sind so 100 Kilometer. Könnte man ja mal machen. Einmal die Runde Bonn und dann auf der anderen Rheinseite zurück. Könnte ich mal machen. So, jetzt mache ich mich aber echt auf den Weg. Wir hören es gleich nochmal irgendwo, ich glaube in Ohrmitz, würde ich sagen, zu einer Abmoderation. Ein paar schöne Szenen noch zwischendrin jetzt. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. Keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, so Leute. Ich wollte schon immer mal hier in Ohrmitz auf das Schiff raufklettern. Das ist wahrscheinlich verboten. Ist mir heute aber mal egal für eine Abmoderation. Hier die Ohrmitzer Eisenbahnbrücke, der Rhein auf der rechten Seite. Leute, wenn es gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Einfach mal ein bisschen heute wieder getestet, schön E-Bike gefahren, schön Radler getrunken, schön Drohne geflogen, ein bisschen getrackt, mit der Osmo Action gefilmt, mit dem Pocket 2 gefilmt und ja, einfach einen schönen Tag gehabt. Heute Abend geht es nach Koblenz, schön Pizza essen mit der irischen Lady. Da nehme ich euch dann höchstens auf Instagram mit hin. Deswegen immer schön meinen Instagram-Account abonnieren. Da gibt es so ein bisschen Behind the Scenes. Und mit so einem schönen Rundumblick, ich hole euch mal gerade, ich habe übrigens den Weitwinkel drauf hier von DJI jetzt, der in der Hülle ist, mit so einem kleinen Rundumblick auf den Rhein. Und auf dieses schöne Schiff hier, was wir hier unten an reingestellt haben, sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und bye bye. Even if the sky is falling.